Hallo Leute, heute wollen wir die meistverkauften Spiele aller Zeiten bereden. Könnt ihr euch schon vorstellen, welche Titel auf meiner Liste sein werden? Ich werde euch hier die Top 9 Titel vorstellen. Dann fangen wir mal an. Auf Platz 9 ist der Dauerburner The Elder Scrolls 5 Skyrim mit 30 Millionen verkauften Einheiten. Nachdem vor nicht allzu langer Zeit die Remastered Edition erschienen ist, wird das Spiel auch bald auf der Nintendo Switch erhältlich sein. Das Open-World-Spiel mit Fantasy-Setting hat seine treuen Fans, die auf eine baldige Ankündigung eines Nachfolgers hoffen. Dann wollen wir mal sehen, was die diesjährige E3 so zu bieten hat. Auf Platz 8 finden wir New Super Mario Bros. Für den Nintendo DS, was 2006 erschienen ist und 30,8 Millionen Einheiten verkauft hat. Der Klempner Mario ist eine Ikone der Videospielgeschichte und kann Jung und Alt begeistern. In diesem Ableger schaffte es Nintendo, dem alten guten 2D-Jump'n'Run mit moderner Grafik neues Leben einzuhauchen. Doch langsam wird es auch Zeit, dem Mario-Franchise einen neuen Anstrich zu verleihen. Vielleicht ja mit Mario Odyssey auf der Nintendo Switch. Auf Platz 7 befindet sich das Spiel Wii Sports Resort. Wartet mal! Da steht wirklich Wii Sports Resort. Ihr fragt euch bestimmt, wie kommt so ein Spiel auf diese Liste? Dies lässt sich durch den großen Erfolg der Wii erklären, da diese nicht nur die Core-Gamer, sondern auch die Casual-Gamer ansprach. Dadurch wurden hier nicht nur die klassischen Spieleserien gespielt, sondern auch Titel für zwischendurch. Und so hat sich das Sportspiel Wii Sports Resort mit 32,8 Millionen verkauften Einheiten auf diese Liste geschlichen. Auf Platz 6 ist ein Titel der wohl besten Funracer-Serie, nämlich Mario Kart Wii für die Wii. Hier wurden insgesamt 36,4 Millionen Einheiten verkauft. Die Mario Kart Reihe steht für Spielspaß, der sich vor allem im Splitscreen oder neuerdings im Online-Modus entfaltet. Mit Mario Kart 8 ist bereits der Nachfolger für die Wii U erschienen und eine erweiterte Fassung für die Nintendo Switch steht schon in den Startlöchern. Wer garantierten Spielspaß will, kann hier sicher nichts falsch machen. Auf Platz 5 finden wir schon wieder einen Mario-Titel und damit auch Marios ersten Titel, wenn man nun von Jumpman in Donkey Kong absieht. Mit 40,2 Millionen verkauften Einheiten stellt Super Mario Bros. Einen Meilenstein dar und die Geburt eines der erfolgreichsten Videospiel-Franchises aller Zeiten. Das Jump'n'Run begeisterte auch hier alt und jung und ist auf Virtual Console oder dem NES Classic auch für die jüngeren Generationen nachholbar. Platz 4 wird von einem weiteren sehr bekannten und erfolgreichen Franchise belegt, nämlich der Grand Theft Auto Serie. Hier finden wir GTA 5 mit unglaublichen 75 Millionen Einheiten. Eine moderne Welt in wunderschöner und detailreicher Grafik. Was kann der Open World Freund mehr wollen? Egal, ob ihr einfach nur Blödsinn macht oder der Story folgt, GTA hat die Spielerschaft schon immer fasziniert und damit einen Verkaufsschlager dargestellt. Auf Platz 3 befindet sich Wii Sports. Ja, Wii Sports. Hierbei handelt es sich jedoch um ein zweischneidiges Schwert, denn eigentlich wurde das Spiel ja von vielen Spielern gar nicht direkt gekauft, sondern es war der Wii beigelegt. Insgesamt verkaufte sich Wii Sports damit 82,8 Millionen Mal. Aber das Spiel beizulegen war im Nachhinein gesehen die richtige Entscheidung von Nintendo. Denn dadurch wurden die Fähigkeiten der Konsole, die sich durch die Motion-Steuerung ergeben haben, dem Spieler näher gebracht. Wii Sports wurde damit auch von vielen älteren Menschen gespielt. Platz 2 belegt, und wie sollte es anders sein, das unglaubliche Phänomen Minecraft. Mit absurden 122 Millionen verkauften Einheiten brannte sich das Spiel, das 2009 erschienene Spiel, in das Hirn einer ganzen Generation. Wenn man bedenkt, dass die Entwicklung anfangs größtenteils von nur einer Person durchgeführt wurde, dann kann man dieser Person, also Notch, nur ungläubig Respekt zollen. Das Open-World-Spiel mit Klötzchen-Grafik erhält bis heute Updates und wird damit immer umfangreicher. Es stellt sich wohl die Frage, ob so ein Erfolg jemals wiederholt werden kann. Doch was soll nun auf Platz 1 folgen? Zelda? Diablo?
Oder ein Call of Duty? Nein, auf Platz 1 finden wir eines der bekanntesten Spiele, das wohl aber niemand auf so einer Liste erwartet. Hier finden wir nämlich das 1984 erschienene Tetris mit, wartet, unglaublichen 495 Millionen verkauften Einheiten. Das ist mehr als das Vierfache eines GTA 5. Doch wer kann es verdenken? Wer sein Grips ein wenig auf die Probe stellen will und einen kurzweiligen Spaß sucht, ist hier gut bedient. Da kann man wohl nur sagen, lasst die Blöcke fallen. Ich hoffe, euch hat diese Episode neues Wissen verleiht, mit dem ihr vor euren Nerd-Freunden glänzen könnt. Wir sehen uns dann wieder in der kommenden Woche. Also tschaußen, Leute.